Moin! Gut, Fahrrad! Hallo Leute von YouTube! Willkommen auf dem Kanal vom Rostumwandler. Ich bin der Karl und heute das Video ist etwas Vlog-mäßig, denn ich bin hauptsächlich unterwegs mit dem Peter und wir tun ein paar Autos verschieben. Das wird bestimmt interessant. Und ich kaufe auch ein neues Auto. Deswegen viel Spaß mit dem Video und Film ab! Ich bin heute in besonderer Mission unterwegs. Ich hole nämlich gerade den Peter ab und dann fahren wir zusammen uns ein Auto angucken. Vielleicht gibt das ja was. Ist relativ günstig, ungefähr so 40 Kilometer von Trier aus entfernt. Und dann schauen wir jetzt hier bei wunderschönem Wetter, machen wir mal einen kleinen Ausflug. Na, auch wenn das dann keinen Kauf gibt, so haben wir doch wenigstens ein bisschen Spaß gehabt. Wir haben uns hier gerade ein Auto angeguckt, und zwar das hier. Das steht schon ein bisschen länger hier, ist das Getriebe nicht in Ordnung. Der Gang steckt fest und er geht auch nicht mehr raus. Der Motor ist zwar jetzt angesprungen auf Schlag, hat auch nur ganz kurz Geräusche gemacht. Aber es kommt aus dem Ventildeckel ein etwas seltsames Geräusch. Das Auto steht hier schon ungefähr 2 Jahre. Man sieht das auch an der Bremsanlage. Und auch hinten musste der Besitzer die Bremse auseinanderbauen, weil die festgesessen hat. Die war fest gesteckt. Und also somit bremst das Auto auch nicht mehr. Na gut, war mal ein kleiner Eindruck von der ganzen Sache. Und ich melde mich dann wieder, wenn es was Neues gibt. Bis dann. Tja, also der Volvo war dann wohl doch nichts gewesen. Zu viel kaputt, die Teile sind so teuer. Und das Fahrzeug hat als Benziner ein 2-Massen-Schwungrad. Das ist dermaßen teuer. Fast 500 Euro kostet so ein Schwungrad mit einer neuen Kupplung. Und so wie sich das angehört hat, ist das nämlich auch kaputt. Dazu kommt noch das Getriebe, die Bremsen und die Standschäden. Also das war wohl ein Griff ins Klo gewesen. Nicht gekauft. Heute bin ich mal wieder unterwegs mit dem Peter. Denn wir wollen uns ein potenzielles Auto anschauen. Das ist ein Lieferwagen und ich bin mal gespannt, in welchem Zustand sich das Auto befindet. Aber das sehen wir dann nachher, wenn wir dort sind. Bis gleich. So, dann sind wir jetzt also hier bei dem Fahrzeug angekommen. Und der erste Blick sieht eigentlich ganz gut aus. Ist natürlich ein bisschen was dran zu machen. Hat jetzt auch keine Batterie. Und steht schon seit Januar, zwar nicht hier im Feld, aber wird seit Januar nicht mehr bewegt. Und wir haben jetzt hier gerade mit dem Polo haben wir Stromspende gegeben und haben mal laufen lassen eine Zeit lang. Ist ein kleines Geräusch von der Servolenkung, aber sonst ist alles okay. Verliert halt Öl. Na, ist aber ein klein bisschen Bastelpotenzial dran. Und man sieht, wo das Fahrzeug mal herkommt. Genau. Ja, es gibt wenig Rost. Hier hinten habe ich was entdeckt. Ist halt eine kleine Beule oder Delle. Und hier sieht man auch den Grund, warum das Fahrzeug jetzt stillgelegt wurde. Der ist ziemlich tief gelegt. Das heißt also, Drehstabfeder gebrochen. Ansonsten, angenehm ist halt, er hat eine Heckklappe. Und er hat mehrere Sitze. Er hat sogar ein Sonnendach drin, ein elektrisch betätigtes. Ist halt ein bisschen schmutzig, aber macht ja nichts. Vielleicht bringt das Glück, wenn es von einem Schornsteinfeger ist. Ja, ein bisschen Spielereien gibt es auch. Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung. So macht das Fahrzeug erstmal einen guten Eindruck. Und ich würde fragen, für den Preis ist das in Ordnung, oder was meint ihr? Okay. Warum jetzt doch ein Franzose? Nun, der Preis war wirklich sehr günstig gewesen. Und die Karre hat sogar TÜV bis November diesen Jahres. Und mal ehrlich, wie viele andere Automarken
haben zumindest Motoren vom PSA-Konzern eingebaut. Zum Beispiel auch der Focus. Rosten tun alle Fahrzeuge aus den 2000ern. Und die bekannten Schwachstellen vom Kangoo 4-Facelift sind wirklich überschaubar. Kann man gut in Foren nachlesen. Und Caddy und Co. sind auch nicht viel besser. Und dann gab es noch eine lustige Geschichte am Rande. Die hat mir wirklich sehr gefallen. Ich hol das mal. So. Da haben wir das jetzt also. Dann schaut mal genau hin. Ich muss das allerdings ein bisschen bewegen, weil sonst gibt's Ärger mit dem Copyright. Und los geht's. So. Und wieder weg damit. Tja, also diese Werbung aus den 90ern hat mich inspiriert, auch ein neues Logo zu entwerfen. Und dieses Logo sieht so aus. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen kindisch, oder? Egal. Sieht lustig aus und ich finde, das passt zum feuergelben Servicemobil. Wir sind mal heute wieder unterwegs, der Peter und ich, weil wir holen heute den Kangoo ab und bringen den Focus zu seinem letzten Ruhestandort, wo er erstmal stehen bleiben wird. Wird bestimmt spannend und es gibt heute eine komplette Tagesaktion. Na, dann schauen wir mal. Zwischendurch gibt es immer wieder mal was zu sehen. Bis später. Die Kiste jetzt aufgeladen und dann geht es jetzt auf die große Reise. Oh, durch Rostung. Egal. Jetzt ist alles gut verteut und diesmal haben wir drauf geachtet, dass wir die Handbremse nicht angezogen haben, Gang eingelegt, dass wir das hier schön vermitteln konnten. Da mussten wir das Auto ein bisschen hochheben. Also tiefer gelegte Autos sind schon irgendwie sieht ein bisschen komisch aus. So von links nach schräg. Aber ich glaube, das muss so. Na, dann würde ich sagen, legen wir mal los und machen uns auf den Weg nach Hermeskeil. Mach den Anroll. Dann haben wir den Apparillo jetzt aufgeladen. Sieht man mal, was der alles schon hinter sich hatte. Die ganze Arbeit, die ich mir gemacht habe. Alles umsonst. Na gut. Ist halt nun mal so. An die Stelle haben wir jetzt das neue Fahrzeug hingestellt. Sieht sehr sportlich aus. Der bleibt jetzt erstmal hier stehen, bis wir dann Zeit haben, die Hinterachse auszubauen. Und den fahren wir heute weg. Der kommt halt aufs Grundstück in den Hunsrück. Und dann gucken wir mal, ob sich ein Käufer findet. Und wenn nicht, wird er halt ein bisschen ausgeschlachtet. Fertig. Oh, das ist noch wichtig, sonst geht die Haube auf. Quatsch natürlich. So, würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg. Das war jetzt leider ein bisschen Aktion. Haben wir vergessen zu filmen. Aber
Die Karre steht unten. Na? Das Ergebnis zählt. Weil hier auf der Wiese mit dem Auto fahren ist nicht so toll gewesen. Na gut, jetzt bleibt er hier erstmal stehen. Er ist ja nicht ganz alleine und hat ein bisschen Gesellschaft von diesem komischen quietschgelben Fiat hier mit schweinerosafarbenen Bezügen. Machen wir Abfahrt. 2 Wochen sind nun vergangen und jetzt beginnen die Vorbereitungen für den Austausch der gebrochenen Hinterachse. Wir schauen uns dann auch mal genau den Unterboden an und alles, was man da so entdecken kann. Und mit dem Hämmerchen wird auch ein bisschen geklopft, denn es gab ja auf den ersten Blick schon ein paar Rostschäden. Aber ich denke mir mal, schlimm kann das bestimmt nicht sein. Das machen wir mal so nebenbei. Schaut selbst. Heute sind wir wieder mal in der Werkstatt, denn es werden grobe Arbeiten gemacht. Und die kann ich bei mir zu Hause nicht machen. Außerdem, ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber ich vermute, dass ich den Kangoo gar nicht in die Tiefgarage reinkriege. Darum hatte Peter angeboten, dass wir das hier auf der Hebebühne machen. Oder auf der anderen Hebebühne. Dann machen wir jetzt mal hier eine Probefahrt. Gucken wir mal. Fenster runter. Geht nicht besonders gut. Und drüben geht es gar nicht. Na gut, ist halt so. Abfahrt. Brumm, brumm, brumm. Ja, fahren tut er ja. Hängt halt ein bisschen runter. Und rein in die gute Stube. Fertig. Jetzt war der Peter wieder schneller, hat mich hier überrascht und hat das Auto schon hochgehoben. Fangen wir mal an den neuralgischen Stellen an. Oh ja. Also es sieht so aus, als ob der Drehstab in der Lagerung durchdreht. Hier, guck mal hier rein. Da sieht man das. Sieht auf jeden Fall komisch aus. Ja, muss ja sein. Ja. Und irgendwo muss er ja nachgeben. Und dann, so. Dann hast du ohne neue Achse eh verloren. Der Schweller hat diesen angesetzten Flugrost. Und da hat schon einer geguckt. Sieht aus wie unter Bodenschutz. Da ist mit Sicherheit viel versteckter Rost. Ja, dieser PU unter Bodenschutz ist ja bekannt dafür. Und da liegt ein Stopfen drin, der fehlt wahrscheinlich hier. Das sieht bis jetzt gut aus. So, andere Seite, da haben wir das angekündigte Problem. Hier fehlt ein ganzes Stück. Ja, und dieser Unterbodenschutz, der geht hier schon in großen Placken geht der ab. Und man sieht natürlich, dass es unten drunter weitergeht. Aber das kann man alles freilegen hier. Und das ist schon alles zerbröselt. Hier fehlt auch ein Teil und ein Teil vom Holm. Da drüben sieht man das. So sollte das normalerweise aussehen. Und so sieht es jetzt aus. Ist natürlich jetzt ungünstig hochgehoben. Und da haben wir noch mehr. Also dieses ganze Teil hier muss komplett gemacht werden. Da werden wir wohl nicht drum rumkommen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Bei dem Preis muss man halt Abstriche machen. Na, also hier sieht es schon ein bisschen schlimmer aus. Aber es ist komischerweise immer die Fahrerseite. Und alles bröselt hier ab. Da würde ich sagen, vorsichtshalber mal den kompletten Schweller unten freilegen. Weil da ist mit Sicherheit noch mehr versteckter Rost. Und diese Stäbe hier, die probieren wir erst gar nicht rauszumachen. Gibt direkt eine neue Hinterachse. Also neu gebraucht, aufgearbeitet. Im Tausch, die alte kommt raus. Die wird dann abgeholt, gleichzeitig mit der neuen, die geliefert wird. Ja. Okay, also das hier ist die schlimmste Stelle, die auch ein bisschen Arbeit macht. Da haben wir jetzt hier am Fahrwerk. Am Fahrwerk haben wir hier einen kaputten Gummi von der Koppelstange oder irgendwie so einen Übergang. Die Bremsmanschetten sind ein bisschen rissig innen drin. Die werden demnächst auch fällig. Bremsschläuche, die sehen ja aus wie Spaghetti. Warum sind die dünn? Müssen wir erstmal wahrscheinlich ordentlich sauber machen. Bremsleitungen, so auf den ersten. Ach, das ist ein Sensorkabel.
für den ABS. Ah ja, da hinten ist die Bremsschlauch. Sieht jetzt erstmal nicht so schlecht aus. Da haben wir auch kaputt. Und diese ABS-Ringe sind bekannt, dass die unterrostet werden. Und dann drückt der Rost die auseinander und dann brechen sie ab. Und dann hat man halt einen Fehler im ABS-System. Die Bremsen sehen auch nicht mal so knackfrisch aus. Etwas mangelndes Tragbild. Und es scheint hier irgendwie ein Blech zu fehlen. Ist doch nicht normalerweise ein Schutzblech davor. So, Motor ist natürlich ölig. Dann stehen die Chancen gut, dass diese Antriebswellenmanschetten halt nicht rissig sind, weil sie geschmiert wurden. Sie haben auch weniger Belastung, es sind ja keine Lenkkräfte drauf oder Lenkwinkel. So, da haben wir dasselbe, auch rissig. Da ist auch schon das Gummi kaputt. Das muss man nachher mal gucken, inwieweit die ausgeschlagen sind. Auch hier sehe ich auch schon Risse, oder? Ja. Ja, der ist kaputt. Da kann man eigentlich die ganzen Teile mal neu machen. Sind schon ziemlich runtergefahren, die Bremsen, die haben wahrscheinlich wieder geklemmt. Die üblichen Verdächtigen. Ist halt ein Auto, was wahrscheinlich nicht so, wurde nur das Notwendigste gemacht. Was ist denn da drin? Sieht aus wie vom Meisenknödel für Vögel. Sagenhaft. Ja, so sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Der Auspuff dürfte noch eine Zeit lang halten. Der Cut sieht ein bisschen komisch aus, als hätte er irgendwie Altersflecken. Lustig. Und da ist soweit alles tutti. Bis nach hinten. Ist das hier ein Bremskraftregler? Nee, hat er nicht. Oder woanders. Ist nur ein Verteiler und eine Halterung. Bremsleitungen sehen auch noch gut aus, wenig Rostansatz, aber muss man halt alles mal konservieren, damit es halt nicht noch schlimmer wird. Tankspezial, ist auch schon ein bisschen hart und hier fehlen die Schellen, die sind wahrscheinlich abgerostet, oder? Ne, das sind, also hier fehlt eine Schelle. Ja. Jetzt probieren wir hier mal zu gucken, mit Hochheben, was daraus wird. Bis gleich. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen was gefunden. Das ist also hier, ist noch ein bisschen mehr verrostet. Also gibt dann doch noch ein bisschen mehr zu tun. Auch hier vorne die andere Seite, da habe ich jetzt auch mal schon mal reingeklopft. Fängt halt auch schon an und wird mit Sicherheit nicht lange halten. Ja, hier ist ja sowieso die kaputte Stelle, brauchen wir gar nicht weiter gucken. Und da haben wir es auch. Ne? Sieht immer ganz unscheinbar aus durch diesen Unterbodenschutz. Und dazwischen ist alles weg. Von außen sah es aus wie neu, aber in Wirklichkeit weggegammelt. Na gut, die Schrauben sind ja schon mal alle schön eingesprüht und wirken schon ein bisschen ein. Man sieht es eigentlich nicht, wo die Feder gebrochen ist. Also so augenscheinlich. Hier ist zwar jetzt dieses Schutzmaterial weggebröselt, aber hier ist jetzt kein Riss oder ein direkter Bruch zu sehen. Wir wollten das eigentlich gleich nur mal so zur Sicherheit mal testen, indem wir, weil ja hier die Seite runterhängt, einfach mal diesen Bock hier drunter stellen und dann nochmal ablassen. Kann ja sein, dass die Verzahnung innen drin weggebrochen oder weggerissen ist. Na gut, dann schauen wir mal. Der Rost also wieder grüßen. Liegen hier richtige Placken drin. Beziehungsweise wieder so ein weiches Dämmmaterial. Ja, einmal mit dem Hammer kräftig draufgehauen. Und schon haben wir ein riesen Loch hier drin. Na, die Seite ist wieder ein bisschen schlimmer hier.
Da haben wir nur, da fängt es schon an. Aber wenn man hier noch ein bisschen härter dran geht, dann wird das wahrscheinlich auch aufbrechen. Na gut, aber es ist ja fast schon normal, dass bei so alten Fahrzeugen halt die Endspitzen der Kotflügel halt immer ein bisschen gammeln. Hier kann man es jetzt nicht leider so richtig sehen, weil ja so ein Plastik davor ist. Aber das heißt auch, dass es ein bisschen geschützt ist. Ne? Da muss man mal gucken. Hier habe ich auch schon mal dagegen gehauen. Das ist also relativ stabil. Da ist nur Oberflächenrost. Natürlich, die Hohlräume müssen dann irgendwann mal geschützt werden. Ja, auch hier, das sind so typische Stellen, wo es dann irgendwie anfängt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Schon mal noch eine andere Lampe. So, da sieht man also, dass der Hohlraum sieht noch gut aus. Man sieht aber nicht so richtig, ob irgendein Schutz, Oberflächenschutz aufgetragen wurde. Ja, ich werde vielleicht mal mit der Schlangenkamera reingehen, ob man da irgendwie was besser sehen kann. Alles in allem ist doch ein bisschen mehr Arbeit, aber nichts, was mich jetzt überraschen würde und womit ich nicht gerechnet hätte. Gut, dann probieren wir auch dann mal hier die Schrauben loszudrehen, ob wir die Achse überhaupt loskriegen, weil das muss ja dann alles vorbereitet werden, damit wir dann just in time, wenn das Ersatzteil kommt, dass wir dann die Achse umbauen können. Da haben wir jetzt einmal hier die Bremse aufgemacht, um mal zu gucken, in welchem Zustand die ist, um auch nachzuschauen, wie man das hier alles abbekommt. Und da hatte Peter eine gute Idee gehabt, wir entspannen halt das Handbremsseil und dann tun wir hier den Hebel nach vorne ziehen, dann können wir es hier aushängen, können wir das ganze Handbremsseil dann hier seitlich rausziehen, das geht hier durch den Holm hier durch und kommt hier hinten dann irgendwo raus. Da ist es. Na, weil das muss ja abgemacht werden, wenn die Bremse raus muss. Da können wir die ganze Platte mit der Bremsanlage, so wie sie ist, nachdem wir hinten die Leitungen abgeschraubt haben, können wir die halt abbauen. Und man sieht, dass die noch nicht so alt ist. Na, da ist ja noch diese, ich sage immer, diese rote Tunke ist da drauf. Die ist ja immer nur kurzweilig auf so Bremsbelägen. Man sieht auch, hier ist schon der Lack wieder weg. Aber das ist noch, also die Bremse hier ist wirklich in Ordnung. Ganz anders sieht es vorne aus. Kamerawechsel. Das ist jetzt ein Paradebeispiel, wie eine Bremse richtig kaputt ist. Also die sieht fast aus wie eine Schallplatte mit den ganzen Rillen da drauf. Und es hat sogar schon zwischen den Rillen gerostet. Na, und innen sieht es genauso schlimm aus. Da ist also nur die Hälfte von der Bremsfläche, von der Reibfläche ist halt blank, der Rest ist schon eingerostet. Und der Belag hier innen drin, der ist auch total abgefahren. Na, und außen sieht man, ist wieder ein bisschen mehr Material wie innen. Also hat die Bremse auch wieder geklemmt ein bisschen. Na, wobei ich muss noch sagen, die sieht zumindest mal nicht so gammelig aus wie das, was ich bisher so gesehen habe. Ja, aber trotzdem muss man halt kontrollieren, aber das hat ja erstmal nichts mit der Hinterachse zu tun, na, dass das Auto fahrbereit ist. Und da muss in jedem Fall neu gemacht werden. Andere Seite. Hier sieht das andere wieder ganz anders aus. Da sieht man halt hier wieder eine ziemlich große Belagstärke an der Stelle. Und die Bremse sieht auch so recht ordentlich aus, bis auf dass die hier außen halt auch nicht so sauber getragen hat. Und innen drin sieht es dann wieder ganz übel aus. Na, da ist dann auch wieder nur die Hälfte. Ja, man sieht sogar hier, sogar die Entlüftungskanäle sind komplett zugerostet. Ja. Und das war mit Sicherheit dann auch so eine Billigbremse. Ne? Das ist halt der Nachteil an den Billigbremsen. Die muss man eventuell öfter machen. Ja, und hier auch nicht schlecht. Der ABS-Sensor ist voll mit Metallspänen. Der ist also magnetisch in irgendeiner Art und Weise und hat hier die Metallspäne gesammelt. Auch nicht schlecht. Gut. Das war jetzt hier mal so ein Einblick in die Bremsanlage vorne. Und da sehen wir auch, was haben wir hier? Scheint irgendwie eine Undichtigkeit zu sein. Ja, das ist so eine Art Gleitlager ist hier in der Antriebswellenmanschette. Die ist also feststehend und dreht sich nicht mit. Und da haben wir hier halt ein Gleitlager drin. Und das fängt halt an, undicht zu werden. Ja. Ich weiß nicht, wie man sowas konstruieren kann.
Franzosen, Italiener machen sowas. Vielleicht gibt es auch deutsche Autos, also. Aber trotzdem. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, sowas. Bei meinem Fiat 126 ist das ähnlich, aber da ist halt alles aus Plastik und nicht hier wie Metall. Interessant. So, für heute sind wir dann mal fertig. Wir haben hier fast den ganzen Tag an dem Auto gearbeitet, immer wieder mal so zwischendurch. Und da haben wir jetzt hier, ich habe ihn wieder hier hingestellt, auf seinen vorübergehenden Parkplatz, haben wir jetzt mal alle Schrauben, die mit der Hinterachse zu tun haben, die haben wir heute aufgeschraubt. Sogar die Verschraubung von den Bremsleitungen, alles aufgemacht. Sogar mit dem tollen Schlüssel, den mir der Jörg gesponsert hat. Das ging einwandfrei. Also der Schlüssel ist toll. Und jetzt sind wir also vorbereitet. Alle Schrauben waren mal lose von der Hinterachse. Sogar von den Bremsankerplatten, Radnabe. Die Bremse hat sich auseinander. Die ist hinten, die haben wir ja gesehen, noch in richtig guten Zustand. Und jetzt kann es losgehen. Jetzt werde ich erstmal die neue Achse bestellen. Und dann werden wir halt die nächste Woche werden wir dann die neue Achse hinten einbauen. Und dann ist das Auto im Prinzip fahrbereit, ne? Weil gut, die Bremsefahne ist ein bisschen kriminell, aber wenn man vorsichtig fährt, müssen wir halt mal gucken, wie und wann wir das machen können. Ich finde, das ist gar nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Peter hat auch gemeint, die Schweißarbeiten sind noch im Rahmen. Oder am Rahmen? Egal. Am Fokus war ein ähnlicher Arbeitsaufwand gewesen, da waren ja auch so große Löcher reingerostet und hinterher war alles tutti gewesen und der TÜV hat es auch abgenommen. Wir haben ja noch Rest-TÜV auf dem Auto, also dürfte es kein Problem sein, bis dahin halt diese ganzen Löcher irgendwie zuzubekommen. Okay, das war's dann mit dem Video heute und im nächsten Video seht ihr dann, wie die kaputtende Hinterachse ausgetauscht wird. Die neue ist bestellt und die wird sogar bis vor die Tür geliefert. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis dahin, bleibt gesund und ciao!